Schönen guten Morgen und eine wunderbare Adventszeit wünsche ich euch. Ich habe ja vor einiger Zeit mal das Format des Rebuy-Unpackings ausprobiert und zufälligerweise habe ich wieder so einen Karton im Wohnzimmer stehen und dachte mir, ja, dann machst du noch mal so ein Video. Nee? So. Jo, okay. Also, der Karton ist schon auf und da ist auch schon was draußen, weil nämlich etwas aus diesem Karton in meinen Adventskalender wandern wird. Eigentlich schon war. Ja, das wurde dann wieder rausgeholt, damit ich, also ich persönlich habe noch nicht in den Karton geguckt und der stand eigentlich auch zu hier und dann wurde er, aber nun gut, jetzt haben wir den Karton vor uns und wir gucken mal. Ja, gut, fangen wir an. Es ist übrigens diesmal nicht ganz so krimi-lastig, nur ein bisschen. Fangen wir an mit Agatha Christie. Alter schützt vor Scharfsinn nicht. Das müsste. Oh, nee, gar nicht. Ich dachte, wäre Miss Marple, ist aber gar nicht Miss Marple, ist nämlich Tuppence, 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 ich weiß nicht, wie man das genau, hab's vergessen. Egal, ich halte euch mal das Buch in die Kamera. So. Das finde ich übrigens unglaublich schönes Cover. Ja, ich bin überhaupt nicht der Coverkäufer, aber ab und an, also mir ist egal, ob Cover hübsch oder nicht hübsch, aber das finde ich sehr, sehr schön. Sehr schön. Und das Buch ist es auch in einem prima Zustand, scheint noch nicht gelesen zu sein. Ja, die Ränder sind ein bisschen, ne, abgegriffen, aber jetzt. So, das ist das erste Buch, über das ich mich sehr freuen werde. Falls es in meinen Adventskalender kommt oder auch nicht. Nächste. Und zwar noch ein Agatha Christie, aber kein Krimi, denn Agatha Christie hat ja nicht nur Krimis geschrieben, sondern auch unter einem Pseudonym, zwei, ja doch, ich meine, sie hatte noch eins, aber egal, okay, also es geht um Mary Westmacott, ich weiß nicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, und das ist, also das sind zwei Romane in einem Buch. Und zwar einmal, sie ist meine Tochter und das unvollendete Porträt. Wie gesagt, unter diesem Pseudonym hat sie keine Krimis geschrieben, sondern normale Romane. Gesellschaftsromane würde ich, also ich würde jetzt eher sagen, es sind Gesellschaftsromane. Allgemeinhin wird behauptet, es seien Liebesromane oder Frauenromane. Es geht wohl auch um Liebe, ja. Aber das stimmt einfach nicht. Das ist wirklich mehr ein Gesellschaftsroman. Ich sehe jetzt gerade hier hinten steht sogar ihre brillanten psychologischen Romane. Jo, das passt es, glaube ich, besser. Woher weiß ich das? Ich weiß das, weil ich habe endlich die Autobiografie von Agatha Christie beendet gehabt und war dann halt eben so neugierig darauf. Schwer das Buch. War so neugierig darauf, dass ich unbedingt diese anderen Werke von ihr ausprobieren wollte, musste, ging nicht anders. Das Buch sieht übrigens total töfte aus. Ich gehe davon aus, es stand etwas länger im Schrank oder so. Also ist ein bisschen angegilbt, aber es scheint auch. Also entweder ist es echt nicht gelesen worden oder die Person hat so gelesen. Das kann gut möglich sein. Ich kenne Personen, die so lesen. Das kann ich ja nicht. Deswegen sehen meine Bücher ja auch immer extremst gelesen aus. So, auf jeden Fall, toller Zustand, Top-Buch. Ich freue mich. Ich freue mich. Next.
Textmann, das zeige ich euch nicht. Das geht nicht. Sieht aber, das ist toll, weil, das kann ich euch nicht zeigen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, wann ich das Video veröffentliche. Wahrscheinlich halt eben noch in der Winterzeit. Höchstwahrscheinlich nach Weihnachten, aber vielleicht auch noch davor. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall, dieses Buch wird ein Weihnachtsgeschenk für jemanden und deswegen halte ich das jetzt nicht in die Kamera. Auch wenn mich die Person vielleicht gar nicht guckt, aber ist egal. Aber ich muss sagen, das Buch ist top. Das sieht super aus. Und das war auch der Sinn der Sache. Zeige ich euch ein anderes. Zeige ich euch das nächste. Ja! Und da sollte ich etwas zu sagen. Also, bis auf natürlich die Krimis, die ich mir bestellt habe. Das ist ja so mein Tick. Also, großer Agatha Christie-Fan. Großer Krimi-Fan. Okay. Die anderen Bücher sind, ja, an den anderen Büchern ist BookTube schuld. Um genau zu sein, die Glimmerfee. Ja. Und es tut mir so leid, Kukubi Rubi, so rum, ist das richtig? Auf jeden Fall, genau, Rubi, ich verlinke euch die Kanäle natürlich unter dem Video. Jetzt habe ich übrigens mal eine Frage. Ich habe eine Frage und wäre schön, wenn irgendjemand, der hier mal so zuguckt, sie mir beantworten würde. Muss ich sowas sagen, wie die Informationen stehen unten in der Infobox? Und muss ich sowas sagen, wie, wenn euch das Video gefällt, dann gebt mir einen Daumen hoch, bla bla bla, abonniert mich und so weiter. Also ich meine, ist es notwendig, dass ich euch das sage? Weil das wird ja immer gesagt und ich gehe davon aus, dass ihr das wisst. Aber vielleicht wisst ihr das nicht oder vielleicht wollt ihr daran erinnert werden. Und deswegen frage ich euch, sagt mir doch mal, ja, Erinnerung wäre nett, dann werde ich das demnächst immer dazu sagen. Wenn ihr sagt, ach komm, brauchst du nicht, du laberst eh schon so viel, dann lasse ich das auch weiterhin weg. Nun gut, auf jeden Fall, die waren schuld daran. Ja, die Bücher standen schon länger auf meiner Wunschliste. Einige kriegt man halt eben nicht mehr, die kriegt man halt nur noch gebraucht und jetzt rede ich und was auch immer. Okay, also PG Woodhouse. Heute ist aber auch wirklich, heute habe ich einen Knoten in der Zunge. Rainer Weil. Also nicht dieses Buch ist nicht eine Empfehlung, also nicht das Buch, aber PG Woodhouse war eine Empfehlung der Glimmerfeen. Also ich bin durch sie darauf aufmerksam geworden und trifft total meinen Geschmack, meinen Humor. Herrlich, herrlich die Bücher. Sie sind sehr, sehr humorvoll. Sehr humorvoll. Das Ganze spielt in England um 1900, so, also um 1920, also so in dem Dreh. 20, 30, 40 auch schon? Nee, ich glaube nicht. Nee, 20, 30. So in dem Dreh. Und es geht um verschiedene Personen in England, die Dinge erleben. Und meistens ist eine nette kleine Liebesgeschichte dabei, die das ist aber nicht schnulzig, romantisch, ne, so, sondern es ist wirklich einfach nur witzig. Es ist witzig und schräg und darauf stehe ich ja. Also, jetzt musste Rainer Wein her. Da geht es wohl um einen betuchten Onkel. Ja, um einen betuchten Onkel. Gucken wir mal, was der so treibt. Ich freue mich auf jeden Fall. Buch sieht... neu. Wie neu. Toll. Next one. Und noch ein Agatha Christie, aber unter ihrem Pseudonym.
Ein Frühling ohne dich. Davon hatte Agatha Christie in ihrer Autobiografie berichtet, also wie sie dazu gekommen ist, das zu schreiben und so weiter. Und das fand ich so spannend. Und was sie halt eben geschrieben hat über die Protagonistin, hat mich so neugierig gemacht, dass ich das unbedingt lesen wollte. Es geht um eine Frau, die ihre Tochter besucht, im Irak, genau. So, also genau, ihre Tochter im Irak. Sie besucht ihre Tochter im Irak, fährt zurück nach England und auf dieser Bahnfahrt hat sie halt eben Zeit über sich, über ihr Leben, ihre Familie und ihre Beziehungen nachzudenken. Und gucken wir mal, was dabei so rumkommt. Jo. Buch ist gelesen. Ist gelesen. Definitiv gelesen, sieht aber und toll. Bin begeistert. Nächste. Und diesmal haben wir ein Krimi. Lauter reizende alte Damen. Und das müsste. Nein, auch wieder Beresford. Ja, guck mal einer an. Ha. Trotz alte Dame im Titel nichts Miss Marple. Schönes Buch. Gefällt mir sehr gut. Sieht sehr gelesen aus. Sehr gelesen. Ich glaube, das war mal ein Geschenk. Jo, das war bestimmt mal ein Geschenk, weil der Preis ist übermalt. Ich freue mich. Ich freue mich. Ach so, soll ich euch sagen, was es geht? Ich lese einfach mal vor. Die reizende Miss Tubbins Beresford fasst plötzlich den Entschluss, sich als Privatdetektivin zu betätigen. Als Operationsfeld sucht sie sich ausgerechnet ein friedliches Altersheim aus, denn hier kursieren wahre Schauermärchen von Mord und Tod. Klingt gut. So, und welch ein Zufall! Noch ein Krimi. Ein Mord wird angekündigt. Ich kenne die Verfilmungen. Also ich kenne mehrere Verfilmungen und die sind klasse. Ich bin sehr gespannt auf das Buch. Es geht darum, dass in ist gelesen. Sieht, ist aber wurscht. Solange es nicht auseinanderfällt. Und selbst dann. Genau, es geht um einen kleinen Ort und in der Zeitung dieses kleinen Orts ist eine Anzeige und in dieser Anzeige steht dann drin, heute Abend, nee, ist es am nächsten Tag? Nein, es ist am selben Tag, also zumindest in den Filmen. Heute Abend um 18.30 Uhr, um 19 Uhr, was auch immer, gucken wir mal, steht das nicht hinten drauf? Um 18.30 Uhr, genau. Am Freitag, den 29. Oktober, 18.30 Uhr findet in Little Paddocks ein Mord statt. Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen. So, und dann steht auch die Adresse dabei. Und ja, wirklich, das halbe Dorf findet sich an diesem Abend dort ein, weil alle gespannt sind, was wird passieren. Zu der Zeit, als diese Anzeige in die Zeitung gesetzt wurde, also zu dieser nicht Jahreszeit, sondern zu diesen in dieser Zeit sind diese Krimi-Dinners aufgekommen und einige der Leute denken halt, das ist ein Spiel. Ne? Man geht da hin und dann tut halt eben einer so, als wäre er ermordet worden und die anderen müssen herausfinden, wer es war. Und manche sind auch einfach nur neugierig, was passiert. Okay, tja. Das Ganze endet damit, dass es wirklich einen Mord gibt. Und dieser Mord muss dann aufgeklärt werden. Das ist übrigens ein Miss Marple. Ein Miss Marple-Krimi. So, und nun ein weiteres Buch, was ich bei den Glimmerfeen gesehen habe. Und jetzt wirklich schon länger darauf, wow.
gewartet habe, bis das, wow. Feenstaub, mein Leben mit den Elfen. Ach, guck mal, wenn ich das so mache, sieht man, das glitzert sogar. Da ist so Glitzer mit drauf und schönes Buch. Es geht um eine Frau, eine New Yorkerin, die hat auch dieses Buch geschrieben, die als Kind Feen gesehen hat oder mit Feen gesprochen hat und so weiter und so fort. Und nun ist sie halt eben erwachsen und erinnert sich dann irgendwann an ihre Kindheit und macht sich auf den Weg, diese Kindheitserinnerung wieder aufleben zu lassen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dann das muss ich, glaube ich, einmal umdrehen und vorlesen. Also, die wundersame Geschichte von September, die sich ein Schiff baute und das Elfenland umsegelte. Das ist eine Empfehlung von Ruby. So. Sie hatte dieses Buch mehr, also in verschiedenen Videos kommt das Buch vor, ja. Und jedes Mal dachte ich mir, boah, Mann, das klingt wie als wenn ich sehr neugierig darauf wäre. Und also sie sagt, dass es halt eben so in Richtung Alice im Wunderland geht. Und ein zauberhaftes Märchen, aber halt eben ein bisschen anders, wie halt Alice im Wunderland auch ist, nicht wahr? Also ich bin gespannt und ich freue mich. Das Buch ist komplett neu, ja klar. Jo, das ist komplett neu, weil da ist noch das Lesebändchen. Das ist überhaupt nicht kein Biss, das ist nicht. Meine Güte. Wow, das ist komplett neu. Wahnsinn. Ich freue mich. 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 Und ja, ich bin auch über die Glimmerfeen darauf aufmerksam geworden. Es war ein anderes Buch, was sie vor gestellt haben. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, welches das war. Ich glaube, Nightmares oder so. Es geht auf jeden Fall um Gruselgeschichten für Kinder. Und das sprach mich irgendwie an. Ich fand, das klang ganz gut. Schauergeschichten aus dem Schlund des Tunnels. Worum geht es? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Ich glaube, wenn mich nicht alles irgendjemand erzählt Geschichten. Nein? Genau. Also, ach, ich glaube, das ist auch der. Ach, das ist schon der dritte Band. Das ist der dritte Band der Schauergeschichten. Das wusste ich jetzt nicht. Ich glaube, Nightmares ist sogar der erste Teil. Kann das sein? Weil es geht um einen Jungen, der. Ins Internat fährt. Und auf dieser Zugreise trifft er eine Dame, die ihm ja, schauerliche Geschichten erzählt. Und ich meine, also ich meine, aber es kann auch. Hey, was geht da? Waschen ist okay, nicht fressen. Okay? Gut.
Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, es könnte sein, dass Nightmares sogar der erste Teil ist. Schauergeschichten. Auf jeden Fall sieht aus, als wenn und schaurige Geschichten für Kinder. Ich finde, find ich toll. Mag ich. So, das war's. Karton leer. Alle. Ich freue mich. Ich freue mich. Die Bücher sehen alle großartig aus und machen mich ganz neugierig. Am liebsten würde ich sie alle gleichzeitig lesen. Das funktioniert aber nicht so gut, ne? So, und ich sehe, oh mein Gott, schon wieder 20 Minuten. Ich sag doch, ich kann mich total gut kurz fassen. Okay, ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Dass ihr mir zuschauen werdet. Jo. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Unterhaltung. Ein bisschen. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Adventszeit. Eine wunderbare Adventszeit und sollte dieses Video vor Weihnachten hochgeladen werden, natürlich frohe Weihnachten. Macht's gut. Tschüss.